Dann darf ich herzlich begrüßen zur Pressekonferenz am heutigen Freitag vor dem Spiel, das am kommenden Sonntag stattfindet gegen den Halleschen FC um 14 Uhr an der Bremer Brücke mit Joe Ennox, Halil Safran und VfL-Geschäftsführer Jürgen Wehland. Jürgen Wehland ist auch deshalb dabei, weil wir am Freitagmorgen nochmal auf dem Transfermarkt tätig geworden sind. In beide Richtungen sozusagen, kann man sagen. Zum einen wird uns ein Spieler verlassen, nämlich quasi Okiere Vriet wird den VfL Osnabrück mit sofortiger Wirkung verlassen, schließt sich für die kommenden 3 Jahre dem FC Bayern München an. Jürgen, vielleicht eine kurze Einschätzung und die Hintergründe aus deiner Sicht. Ja, danke Sebastian. Wir haben ja schon des Längeren mit dem Spieler entsprechende Gespräche geführt. Wir wollten, nachdem wir sein Potenzial, was die sportliche Leitung erkannt hat, ihn hierher geholt hat von Lüneburg, ja frühzeitig unter Vertrag nehmen, längerfristig auch unter Vertrag nehmen. Das ist uns dann leider nicht gelungen. Sein Vertrag liefe im Juni 2018 aus. Und insofern haben wir lange überlegt, was der richtige Weg ist. Es gab entsprechende Angebote aus dem In- und Ausland für diesen Spieler. Wir haben uns in der Vorbereitung dagegen entschieden, haben eigentlich auch einen Punkt gesetzt. Es gab ein Angebot, welches wir weiterverfolgt haben. Das war eben das des FC Bayern. Sind weiter in Gesprächen geblieben, weil wir natürlich auch die Entwicklung des Spielers im Blick haben bei so einer Entscheidung. Und abgesehen von der sportlichen Komponente, zu der Joe sicherlich gleich noch was sagen wird, hat so ein Transfer natürlich auch immer eine wirtschaftliche Komponente, aber eben auch eine strategische. Und das alles zusammengenommen haben wir uns auch für die persönliche Komponente entschieden, dass der Spieler dort beim FC Bayern sicherlich, ich nenne es mal, gedeihliche Bedingungen hat, sehr, sehr gute Bedingungen hat, gerade im Rahmen der Nachwuchsstrategie des FCB, sich weiterzuentwickeln, das Potenzial, was wir bei ihm gesehen haben, was auch eben der FC Bayern bei ihm sieht und ihn deswegen verpflichtet hat, maßgeblich fürs Regionalligateam, aber durchaus mit eben dem gesamten Potenzial, welches wir ja auch bei ihm schon gesehen haben. Ich denke, das ist nach dem Transfer von Nico Feldhahn, der, glaube ich, einer der wenigen Spieler ist, die noch im Regionalliga-Kader der Bayern sind, nach dem Wechsel, nach dem Strategiewechsel dort, ist es ein zweiter wichtiger Baustein in der Zusammenarbeit mit dem FC Bayern, auch für die Zukunft. Die Gespräche, die mein Kollege Lothar Ganz, der übrigens gerade in Transferfragen auch aktiv ist, deswegen heute nicht hier sein kann, und mich gebeten hat, das dann eben hier zu machen, ist wirklich gerade mit Jochen Sauer auch in guten, wirklich Top-Gesprächen eben, die wir geführt haben bezüglich des Transfers. Insofern, wir freuen uns für Oggi, das ist das eine, aber natürlich schlagen dann auch zwei Herzen in unserer Brust. Sportlich wären wir gerne den Weg mit ihm weitergegangen, hätten gerne diese Entwicklung weiter auch gemacht und Joe, vielleicht aus deiner Sicht auch die sportliche Einschätzung dazu. Ja, also immer wenn man halt so ein Spieler verliert, ist man halt erstmal, ist es nicht einfach. Als wir Oggi zu uns geholt haben, wurde so ein bisschen belächelt, aber dann, als wir sein Potenzial gerade halt nach den ersten so Eingewöhnungsphase, sagen wir mal die ersten 6, 7, 8 Spiele, dann haben wir gesehen, was für ein Potenzial er hat, haben wir versucht, Kontakt zu seinem Spielerberater aufzunehmen und halt mit dem sofort zu verlängern, aber das war aus deren Sicht nicht machbar, und deswegen wussten wir, dass wir halt die letzte Möglichkeit haben, halt hier, wenn wir ihn transferieren wollen, dann in diese Transferperiode, und da haben wir alles abgewägt. Wir sind in guten Gesprächen bei Bayern München gewesen, wir haben Oggi natürlich hätten wir nicht am Ende dieser Saison halten können. Das war schon Fakt. Da sind andere Vereine, die halt schon an ihn herangetreten waren, die halt gesagt haben, im Januar machen wir einen Vertrag. Und deswegen war es für uns nicht machbar, halt mit ihm zu verlängern. Und deswegen, es gibt halt diese sportliche Komponente, dass er uns natürlich weiterhilft, dass er halt wirklich erstmal die Saison, letzte Saison, was er gespielt hatte, bestätigen muss.
was nicht einfach ist für einen Spieler. Aber dass er halt uns nach vorne gebracht hatte, definitiv. Und deswegen ist es halt schon sportlich ein Verlust für uns, aber insgesamt für unseren Weg auch die richtige Entscheidung. Ich muss ehrlich sagen, wir haben, ich habe halt die Gespräche verfolgt, die halt Lothar und Jürgen geführt haben. Ob es mit Sandhausen, mit Düsseldorf, mit Duisburg gewesen ist. Und die Verhandlungen, die sie geführt haben, war halt sehr, sehr profihaft. Die haben im Sinne des Vereins gehandelt. Und deswegen, als dieses Angebot von Bayern München gekommen ist, war es auch die richtige Entscheidung, meiner Meinung nach. Haben wir also diese Einschätzung gehört, ein Spieler kommt, ein Spieler geht, ein anderer kommt, kann dann also an dieser Stelle auch verkünden, was gleich dann auch nochmal als Pressemitteilung rausgeht, dass der VfL Osnabrück Markus Alvarez verpflichtet hat. Der kehrt also für die kommenden 2 Jahre zurück an die Bremer Brücke. Vielleicht da auch ganz kurz die Einschätzung nochmal erstmal an dich, Jürgen, deine Haltung dazu. Ja, ich habe da ja den geringfügigsten Anteil. Ich glaube, wir kennen ja Markus sehr gut, muss man sagen. Wir wissen, was für ein Typ er ist. Wir glauben einfach, und wir reden ja gleich nochmal über den Saisonstart auch, denke ich, dass wir vielleicht genau diesen Typ Spieler auch brauchen. Die Verletzung von Bickel auf der einen Seite, der uns als Standard-Spezialist verloren geht, auf der anderen Seite aber auch eben halt die Verstärkung in der Offensive, die wir dringend brauchen. Wir wissen, dass er bei Dresden einen sehr guten Eindruck hinterlassen hat, auch wenn er vielleicht nicht so zum Einsatz gekommen ist. Aber dank Lothars Kontakte dahin wissen wir eben, welchen Eindruck er insgesamt dort hinterlassen hat, welches Potenzial er hat. Wir glauben einfach, dass da sind wir uns, jeder ist ja nun mittlerweile bekannt, dass wir solche Entscheidungen mit dreimal Ja treffen und sonst nicht. Wir sind überzeugt, dass er der richtige Typ Spieler ist. Wir haben natürlich auch mit ihm gesprochen über die Situationen, die es gab, nachdem wir aus dem NFV-Pokal ausgeschieden sind und die ein bisschen mit seinem Wechsel zu tun hatten. Aber das ist abgehakt. Ich denke, man weiß in Osnabrück, das hat die Rückkehr von Massimo Ornatelli gezeigt, das zeigt der aktuelle Umgang mit Heidi, dass das Publikum hier letztendlich sportlichen Erfolg und die Leistung auf dem Platz honoriert. Und darum geht es. Und er ist immer jemand gewesen, der auch im Team die richtigen Akzente gesetzt hat zur richtigen Zeit. Und ich glaube, dass er uns gut tun wird. Insofern freue ich mich, dass es uns gelungen ist, ihn für 2 Jahre hier zurück zur Brücke zu holen und dass er uns sportlich vor allen Dingen eben weiterhilft. Das ist das Entscheidende. Genau dazu kannst du wahrscheinlich, Joe, am besten was sagen. Deine sportliche Einschätzung und die Hintergründe zu dem Transfer, zur Verpflichtung von Markus Alvarez. Also mit Markus haben wir halt seit Wochen Kontakt. Das Wichtigste für mich ist, dass er unbedingt vom VfL spielen wollte. Das ist ein Spieler mit Ecken und Kanten, der sich aufreibt, der auf dem Platz nicht einfach ist, gerade für halt gegnerische Spieler bzw. Schiedsrichter. Das ist halt diese Mentalität, was ich halt fordere von der Mannschaft. Er bringt es jeden Tag. Mir bleibt eine Erinnerung im Kopf, mein erstes Spiel, als ich als Trainer übernommen hatte in Cottbus, wo er halt nicht von Anfang an gespielt hatte und wir wollten ihn einwechseln in der zweiten Halbzeit und der hat die Abkürzung vor dem gegnerischen Tor oder vor unserem eigenen Tor, einen Sprint Richtung Mittellinie, ich bin bereit. Und so war dieser Eindruck jetzt, als wir gesagt haben, ey, wir haben einen verletzten Spieler, beziehungsweise höchstwahrscheinlich wird ein Spieler uns verlassen aus dem zentralen Bereich. So war dieser Eindruck auch. Ich bin bereit, ich will unbedingt. Und das war eine Grundvoraussetzung. Noch eine Grundvoraussetzung ist, dass er fit ist. Wir haben ihn halt hier am Dienstag und Mittwoch halt natürlich durchleuchten lassen. Und der macht einen sehr, sehr, sehr guten Eindruck. Der hat die letzte Saison eine Rückrunde komplett bei Dresden mittrainiert. Der hatte 5 Einsätze in der zweiten Liga gehabt. Also von daher, der ist fit und deswegen glauben wir, dass er uns sportlich sofort helfen wird. Vielen Dank, Joe. Ali, du darfst bestimmt im Laufe der Pressekonferenz auch nochmal irgendwann was sagen. Aber schön, dass du da bist auf jeden Fall. Jürgen, du hast vorhin angesprochen, die sportliche Situation. 3 Spieltage sind gespielt.
Sicherlich haben sich die Verantwortlichen auch besonders nach dem Spiel am Mittwoch zusammengesetzt. Welche Schlüsse habt ihr daraus gezogen aus den ersten drei Spielen? Ja, wir haben lange auch nach der PK noch in der Kabine gesessen. Irgendwann muss der Bus natürlich dann auch fahren. Wir haben, Lothar und ich haben lange telefoniert, ich glaube fast die gesamte Rückfahrt. Wir plötzlich gemerkt haben, dass wir irgendwie kurz vor Osnabrück sind. Am nächsten Morgen um 8 zusammengesessen und das Ganze fortgesetzt, nach einer Nacht drüber schlafen. Es ist ja klar, dass wir absolut unzufrieden sind mit diesem Saisonstart insgesamt. Ich denke auch, das Ergebnis gegen Karlsruhe muss ein Stück weit neu eingeordnet werden nach diesen ersten drei Ligaspielen, die alle absolviert haben. Möchte die Leistung aber dort gar nicht schmälern. Aber wir sind absolut unzufrieden. Es geht jetzt darum, dass wir die richtigen Lösungen finden. Das ist das, worum es uns ging, dass wir, wie Halil es auch nach dem Spiel gesagt hat, zusammenstehen wie ein Mann. Insbesondere aber, und das möchte ich betonen, ist uns auch wichtig, und das haben wir auch in den Gesprächen mit dem Team deutlich gemacht, dass es hier nicht darum geht, einen Trainer alleine in die Pflicht zu nehmen, sondern natürlich muss er die Lösung finden. Er muss den Kader zusammenstellen, er muss das Training entsprechend gestalten, er muss die entsprechende Taktik wählen, das Spiel organisieren, aber auf dem Rasen letztendlich ist die Mannschaft in der Pflicht, und da sind wir uns auch alle einig, dass das jetzt gefragt ist, dass es darum geht. Die Einfachheit hat uns schon erschüttert, wie wir gegen Wiesbaden, gegen Köln die Tore bekommen haben. Also wie leicht es ist, gegen uns zu gewinnen. Und da sind wir uns in der Analyse einig. Und ich kann es immer wieder betonen, wenn wir nach außen kommunizieren, heißt das nicht, dass es nach innen nicht auch anders ist. Heute gibt es auch nichts schön zu reden oder irgendwie anders darzustellen, als es ist. Es ist absolut unzufriedenstellend, was wir abgeliefert haben in Summe. Das gilt es jetzt in die richtige Richtung zu drehen, also das Steuer rumzureißen. Die dritte Liga ist so, wie sie ist. Und mir ehrlich gesagt ist es viel, viel lieber, wenn wir weniger schönen Fußball spielen und dafür am Ende des Tages drei Punkte mitnehmen. Das ist das Entscheidende, weil wir werden im Profifußball, es ist so brutal, ausschließlich für Erfolg bezahlt, und das heißt Siegen. Und darum geht es, das zu organisieren, da mit dieser Mannschaft, die wir haben, die richtigen Akzente zu setzen. Das ist auch Teil dieser natürlich auch Überlegungen, dann, wenn es um Verstärkung geht. Wir haben ja auch noch das eine oder andere vor uns dort an der Stelle. Aber das ist so das Fazit unsererseits. Ich muss das ganz klar sagen, dass wir klar, offen, direkt auf den Punkt miteinander reden, dass wir eine große Übereinstimmung haben in der Analyse dieser Themen. Und das macht mir auch Mut. Und ich glaube, dass wir die Lösung finden werden, dass wir die Lösung finden können. Es wird natürlich ein Weg sein, aber Halle ist sicherlich ein Schlüsselspiel für uns, das ist ganz klar. Halil, jetzt liegt der Ball schon ja fast bei dir. Die Spieler, die Mannschaft stehen natürlich jetzt auch in der Pflicht, wie Jünges gerade sagte. Wie ist deine Haltung dazu als Teil des Teams natürlich, aber auch speziell in deiner Rolle als Mannschaftskapitän? Ich habe es ja eigentlich schon kurz nach dem Spiel relativ deutlich gesagt, dass wir, wie es jetzt auch schon erwähnt wurde, auch nicht als Spieler zufrieden sind damit. Es gibt keinen Spieler, der sich um was Schönes redet oder der das kleinredet, was wir dort die letzten drei Spiele an Punkten erreicht haben. Gerade was wir auch im Gegentor bekommen haben, die haben wir alle zusammen bekommen. Aber wichtig ist mir, und da bin ich auch relativ klar in der Meinung, dass wir das halt nur zusammen schaffen und zusammen schaffen werden. Und in der Mannschaft ist natürlich eine gewisse Anspannung zu merken. Es ist natürlich ganz normal in diesem Geschäft, da kommen so eine Sachen halt zusammen, dass die Lockerheit vielleicht gerade nicht ganz so da ist. Dann kriegt man das erste Tor, macht sich viel Gedanken, wir haben uns viel vorgenommen, kommen raus, kriegen natürlich direkt das zweite Tor, direkt einen Nackenschlag, und das verarbeitet die Mannschaft im Moment nicht ganz so leicht. Aber ich bin mir sicher, dass wir zusammen gegen Halle bereit sind, extra zu laufen, mehr zu laufen, noch mehr als der Gegner zu laufen und die Punkte hier zu behalten. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Und da stehen wir, wie gesagt, sehr, sehr eng beieinander zusammen. Wir werden nicht auseinanderbrechen. Und das ist halt wichtig für mich, dass wir als Truppe die Fehler zusammen sehen. Wir haben sie zusammen bekommen, aber wir haben auch zusammen zu wenig Tore geschossen, ist auch klar. Wir können mit Sicherheit das eine oder andere Tor erzielen.
Da sind wir uns schon sehr einig, aber es gibt nichts für uns, dass wir irgendwie auseinanderfallen, sondern im Gegenteil, wir sind eine Mannschaft und wir werden dort am Sonntag alles, was in unserer Macht liegt, in unserer Macht steht, werden wir machen, um das Spiel zu gewinnen. Jetzt sind wir quasi unmittelbar beim Sonntag, Spiel gegen Halle, beide Mannschaften, Joe, bisher ohne Sieg in der Saison. Jürgen hat das Schlüsselspiel genannt. Wie siehst du das Spiel und wie bewertest du die sportliche Situation gerade im Hinblick auf das Spiel gegen Halle? Ja, klar, es ist ein Schlüsselspiel. Also ich werde jeden Tag gefragt, ist das ein Schlüsselspiel? Natürlich ist es ein Schlüsselspiel. Ich glaube, die nächsten beiden Spiele sind die wichtigsten Spiele bis jetzt in dieser Saison. Wir stehen da mit einem Punkt nach drei Spielen, 9 Gegentore. Es ist einfach gegen uns zu leicht, Tore zu schießen. Wir haben immer die Haltung, dass wir halt nach außen halt schon einig sind und dass wir eine klare Meinung haben. Aber es heißt lange nicht, dass wir nicht intern halt kontrovers diskutieren. Gerade wenn es darum geht, Fehler, die gemacht worden sind, ob das halt Festhalten im gegnerischen Strafraum, ob das halt Verantwortung übernehmen, einen Mann zu decken beim Eckball gegen uns. Und letztendlich ist es so, dass wir anscheinend nicht daraus gelernt haben, dass wenn sowas passiert, dass da ich verantwortlich bin zu handeln. Das heißt, wenn es halt vorkommt, dann wird diese Spieler nicht nochmal spielen. Auf einfachstem Grund, da sind halt Sachen im Fußball. Das hat was mit Einstellung zu tun, das hat was mit unbedingt gewinnen wollen zu tun. Und wenn wir dies nicht erkennen auf dem Platz, dann müssen wir handeln als Trainerteam. Ich traue dieser Mannschaft so viel zu, auch wenn wir halt, und ich will keine Ausreden haben, auch wenn wir halt manche Spieler, die halt wirklich uns sehr gut tun würden, ob das Heidi ist, ob das Dercho ist, lange Zeit Halli, auch wenn die uns fehlen, das sind keine Ausreden. Die Spieler, die auf dem Platz stehen jetzt am Sonntag, sie sind verantwortlich dafür, unsere Fußball zu spielen. Unsere Fußball ist einfach, ehrlich, hart, konsequent. Mehr ist es nicht. Wir gehen zurück zu den Basics, zu den Fundamentals. Deswegen ist Halli so ein wichtiger Spieler für uns. Ich glaube nicht, dass er halt 8 Monate lang geschüftet hat an seinem Comeback. Eigentlich zu früh zurückgekommen, um abgeschlagen zu werden. Ich glaube nicht, dass Gersbeck sich gegen Zweitliga-Vereine entschieden hatte, um zurückzukommen, um 9 Gegentore zu bekommen. Ich glaube nicht, dass Grosso innerhalb von 3 Monaten zurückgekommen ist vom Kreuzbandriss, um halt in nächster Saison so niedergemacht zu werden. Also ich glaube, dass wir genug Typen in der Mannschaft haben, die diese Weg mit uns gehen werden. Und ich setze alles drauf, Einstellung, Mentalität, Charakter auf dem Platz am Sonntag zu haben, sodass wir diese treue Fans, die uns immer begleiten, die auch sehr kritisch sind, aber belohnen mit dem Sieg. Schöne Überleitung, Joe. Jürgen, beim letzten Spiel gegen Wien, beim ersten Heimspiel, gab es die Restriktionen vom DFB, maximal 2500 Zuschauer in der Ost, plus das Bannerverbot, damit einhergehend ja auch der Stimmungsboykott. Wie wichtig, glaubst du, von außen betrachtet, oder was für ein Faktor können die Zuschauer am Sonntag sein gegen Halle, jetzt wo sozusagen keine Restriktionen mehr bestehen? Also ich lasse den Ball gleich weiterlaufen zu Halil. Der ist aus Sicht der Mannschaft auch nochmal, denke ich, viel, viel besser darstellen kann. Ich glaube, dass wir die Zuschauerzahl als auch die Stimmung eben, wie du schon sagtest, richtig einordnen müssen, was ja am Freitagabend war. Ich erinnere an Mainz, das dritte Spiel der Rückrunde letzte Saison, als wir vor auch an einem Abendspiel 7.500 Zuschauer hier hatten. Wir haben Ferienzeit. Die Ferien sind jetzt Gott sei Dank vorbei. Ich hoffe, dass viele zurückkommen ins Stadion erstmal und wir Ränge zwischen 8.000 und 9.000 Zuschauer haben an diesem Sonntag nach den Ferien. Vielleicht sogar mehr, weil es geht hier um was und in Osnabrück muss es immer um etwas gehen. Dann sind die Zuschauer da und genau darum geht es jetzt auch. Aber wir werden, und das hast du angesprochen, auch eine andere Stimmung im Stadion haben. Es war natürlich ein wenig Totentanz, es war eine Geisterstimmung. Man hatte immer wieder mal, flammte was auf, gerade in der zweiten Halbzeit. Aber das reicht natürlich absolut nicht aus, um auch einen Gegner hier zu beeindrucken, wenn er vor der Ost steht und spielt mit der Ost im Rücken. Ich denke, das haben wir auch gesehen. Das wird am Sonntag ganz anders sein.
Es wird eine, denke ich, tolle Stimmung geben. Alles, was in Vorbereitung ist für dieses Spiel, und es ist einiges in Vorbereitung. Die Fans haben das erkannt, sehen das auch. Die aktive Fanszene ist dort auf einem wirklich guten Weg, denke ich, die Stimmung an der Brücke zu entfachen, die es braucht, um hier ein Signal zu setzen. Und die Spieler waren ja auch in Köln trotz dieser Klatsche in der Kurve, haben mit ihnen geredet. Halil, wie es gehört für einen echten Kapitän, eben an erster Front. Und ich denke, dass wir zumindest von den Rängen am Sonntag schon mal auf jeden Fall, dass dort schon alles in Vorbereitung ist, alles getan wird. Und wir sind verdammt nochmal in der Pflicht, das genauso auf dem Rasen zu tun. Und da kann ich mich nur den Worten anschließen. Aber Halil, vielleicht zum Stimmungsbild. Ja, gerne. Nochmal, das habe ich auch kurz nach dem Spiel gegen Wiesbaden gesagt. Das war nicht der Grund, warum wir verloren haben. Punkt. Die Ruhe, was dort war im Stadion, ist abgehakt, ist vorbei. Wir waren im kurzen Austausch, wie gerade schon erwähnt, auch nach dem Spiel in Köln mit den Fans, wo ich auch ganz klar sagen muss, wo sie natürlich ihren Unmut äußern, was sie natürlich machen dürfen und was auch gut ist, dass wir darüber sprechen. Aber wir haben uns auch ganz klar darauf geeinigt oder ganz klar zusammen einen Nenner, dass es nur zusammen geht, dass wir die Fans brauchen. Die Fans natürlich alles für uns machen, solange wir uns zerreißen auf dem Platz. Und das haben wir auch in Köln getan, definitiv. Aber wir wissen, dass wir die Fans brauchen. Wir freuen uns. Ich kann nur für mich sprechen, aber ich glaube auch für die Truppe. Das sind die Spiele, ich glaube, Trainer wird es mir ein bisschen bestätigen, die ein bisschen kribbeln, die Spaß machen. Wenn ich drüber spreche, kriege ich Gänsehaut. Ich freue mich auf so eine Spiele. Da ist ein gewisser Druck da. Da müssen wir stehen. Wir stehen in der Verantwortung. Alles drumherum müssen wir ausblenden. Egal, wer was spricht. Wir, die Jungs, die auf dem Platz stehen, stehen absolut in der Verantwortung. Und ich bin mir sicher, dass wir mit den Fans, haben wir schon einige gute Spiele hier absolviert, auch enge, harte Spiele. Halle kommt hier nicht her als Kanonenfutter. Im Gegenteil, die wollen auch ihr Negativtrend loswerden. Also es wird, denke ich, ein Spiel auf Messerschneide. Und dafür sind wir bereit, mit den Fans zusammen. Und nur weil wir jetzt vielleicht ein bisschen mehr Gegenwind haben, gibt es gar keinen Grund umzufallen, überhaupt nicht. Wir gehen da raus und freuen uns. Und ich bin mir sicher, sehr, sehr sicher, dass wir am Wochenende wieder auch mit der Unterstützung, da sind ein paar Vorworte, die ich auch schon gehört habe, sehr, sehr lautstark, dass wir unterstützt werden und hoffentlich zusammen am Sonntagnachmittag wieder einen kleinen Teilerfolg wieder feiern können. Perfekt. Und damit würde ich sagen, erstmal genug von hier. Fragen aus der Runde? Wahrscheinlich schon. Dann Frage an Joe. Also du hast vorhin gesagt, Fußball, den du sehen willst, einfach, ehrlich, hart, konsequent. Muss man nach den ersten drei Spielen, die jetzt so gelaufen sind, dann auch nicht mal vielleicht ganz einfach und ehrlich und hart konstatieren in der Analyse, dass die Veränderungen, die im Kader vollzogen worden sind, nicht so aufgegangen sind und dann eben konsequenterweise da nochmal über die Bordmittel, die zur Verfügung stehen, nachjustieren? Also nochmal, es fehlen zwei kopfballstarke Spieler, die im Stamm waren, Villa Syre. Wenn ich jetzt richtig zähle, dann haben wir das Problem auch, dass zwei Offensive fehlen, also Bickel und Vriet. Dafür kommt einer dazu. Also das wird immer enger auf Kante genäht und du wirst Positionen nicht 1:1 ersetzen können, sondern du wirst immer Rochaden durchführen müssen, wie jetzt Grosso, mal Mittelfeld, mal Innenverteidigung, Engel Innenverteidigung, linker Außenposition. Das wird ja die Saison weitergehen, wenn diese Bordmittel so beschränkt bleiben. Muss man das nicht auch ganz einfach, ehrlich, hart Konsequenz konstatieren? Da muss noch was passieren? Also erstmal die erste Frage, ob wir halt einen Weggang von Toni Syre und Tobias Willers, die zwei Spieler, die kopfballstark, im Anführungszeichen kopfballstark sind oder waren, kompensieren können. Ich sage ein Alexander Delchow und ein Mark Haider, genau das halt, was da sind halt Mark Haider ist der kopfballstärkste Spieler in der Mannschaft. Also das zu kompensieren ist nicht machbar. Die kommen aber zurück, Alex und Mark. Dass wir halt mit unseren Mitteln haben versucht, diese Spieler zu kompensieren. Wir haben halt mit einem Furkan Zorba einen jungen Spieler, der halt natürlich noch nicht so weit ist wie vielleicht ein Toni Syre, aber Potenzial hat halt definitiv, ihn zu ersetzen. Ich glaube, dass er Kucke Engel noch kopfballstärker ist als beiden, gerade in der Innenverteidigerposition.
dass wir mit Kim Falkenberg und Alexander Derchow zwei Leute aus dem zentralen Bereich beziehungsweise in der Abwehr verloren haben beziehungsweise nicht einsetzen konnten und Koka Engel halt beim ersten Spiel auch nicht zur Verfügung stand, ist natürlich problematisch, gar keine Frage. Die Probleme haben aber auch andere Mannschaften, wenn halt Verletzungen da sind. Gerade drei in der Abwehrreihe, die verletzt sind, diese Probleme zu kompensieren. Wir haben versucht mit Christian Bickel und Tim Danneberg halt zwei ganz erfahrene Spieler in der dritten Liga halt gerade halt ja diese Offensivabteilung zu beleben. Wir haben halt keinen Spieler außer Mega Hohenstedt verloren vorne, den wir unbedingt halten wollten. Und deswegen waren wir halt sehr froh, dass wir so einen Standardspieler bekommen haben wie Christian Bickel. Leider Gottes hat er sich jetzt verletzt. Mit dem Weggang von Ochi Vrid jetzt muss man ganz ehrlich sagen, nüchtern betrachten, dass wir einen U23-Spieler noch brauchen. Wir machen keine Schnellschlüsse. Wir haben halt schon halt, seitdem die Gespräche halt mit Bayern fortgeschritten waren, haben wir halt schon halt schon Gespräche geführt mit Spielern, die halt diese U23-Regel uns helfen. Vor der Saison ist Karma Krasnici raus aus der U23-Regel gefallen. Das tut uns weh jetzt im Moment. Und deswegen sind wir auf dem Markt und wir schauen halt schon rum, was da zu machen ist. Ich glaube, dass diese Standardisation, gerade diese Kopfbälle, die wir bekommen haben, es hat nichts damit zu tun, ob ich halt kopfballstark bin oder nicht. Ich war nicht unbedingt kopfballstark. Halli ist natürlich kopfballstark, aber wir sind nicht so groß gewachsen. Es hat nichts mit Größe zu tun, sondern es hat mit der Wille reinzugehen in den Ball. Also wir sprechen von Mentalität, ehrliche Arbeit und Einstellung. Wenn ich die Einstellung habe, einfach den Ball wegzuköpfen, ist es egal, wie groß ich bin. Die drei Ja's geben muss, wenn sowas dann letztendlich geklärt werden möchte in Sachen Zugängen. Gab ein langes Telefonat mit Lothar Ganz, haben wir gehört. Wie ist denn da Ihr Stand der Dinge oder Ihre Erkenntnis? Braucht dieser Verein zusätzlich sowohl in der Defensive als auch in der Offensive noch zusätzlich Verstärkung von außen? Ist es zwingend notwendig oder wie schätzen Sie es ein? Ja, unsere Gespräche, und das ist das, was Joe sagt, es ist identisch, diese Einschätzung. Wir orientieren uns im Moment auf die Offensive, weil wir glauben, dass wir in der Defensive, so wie sie jetzt ist, wenn alle wieder an Bord sind und auch im Spiel sind, wenn wir auch vor der Abwehr mit Grosso und jetzt müssen wir mal sehen, wie die Aufstellung sein wird am Sonntag, wie die Spieler sich entwickeln, aber dass wir dort nicht schlecht aufgestellt sind. Wir konzentrieren uns bei den Verstärkungen, die wir suchen, momentan auf die Offensive. Wir haben mit Bickel einen Spieler verloren, Joe hat es gerade gesagt, der lange verletzt sein wird, der wirklich eine echte Verstärkung sein soll in vielen Bereichen. Wir haben versucht, so ein bisschen auch natürlich Quadratur des Kreises. Wir wissen, dass Markus ein wirklich Standardexperte auch sein kann. Das haben wir alles, wissen wir. Aber letztendlich Offensive ja, U23 ja, das haben wir. Defensive beobachten wir mit Argusaugen, schauen, wie es sich weiterentwickelt. Ich will das nicht ausschließen, ja, dass wir dort, je nachdem, wie sich jetzt auch die nächsten Spiele entwickeln werden, nochmal aktiv werden. Aber für den Moment haben wir dreimal ja für die Offensive und genau in der Form, wie es Joe beschrieben hat. Das heißt also auch, der U23-Spieler, der dann vielleicht noch kommt, kann sowohl ein Offensiv- oder auch ein Defensivmann sein. Wir konzentrieren uns erstmal auf die Offensive. Okay. Nein, noch weitere Nachfrage. Während Ochi Vrid jetzt zu Bayern München, können Sie was zu den Ablösemodalitäten sagen? Ja, dass wir Stillschweigen vereinbart haben, das kann ich sagen. Es ist aber auch bekannt. Nein, sehen Sie es mir nach, den kleinen Scherz an einer Stelle. Aber es ist natürlich, so, dass wir da nichts zu sagen können. Aber ich kann nur sagen, für den VfL Osnabrück ist das nach Simon Zoller wirklich ein sehr erfolgreicher Transfer, das muss man sagen. Und mein Respekt und mein Dank auch an die Kollegen, die ihn entdeckt haben, hier hingeholt haben, den richtigen Riecher hatten in dem Moment auch. St. Pauli hat damals abgewunken und mein Kollege Lothar Ganz hat ihn ganz oft beobachtet. Andere Kollegen haben ihn beobachtet. Wir haben ihn geholt, hat sich hier entwickelt, hat, glaube ich, nach dem
achten Spiel, meine ich, oder am achten Spieltag das erste Mal getroffen und dann, glaube 14 Tore insgesamt gemacht. Habe ich gar nicht so auf dem Schirm, aber das ist schon eine grandiose Leistung, auch weil es ist auch unser Job, ist der Job von Lothar, letztendlich Spieler zu verpflichten und dann auch Transfererträge sind eine feste Größe im Portfolio auf der Ertragsseite eines jeden Clubs. Und wenn du keine Chance hast, einen Spieler zu halten, dann macht es Sinn, eben halt auch diese Entscheidung zu treffen. Aber es ist für uns war die beste der Alternativen, die wir hatten, und insbesondere auch für den Jungen selbst, möchte ich auch nochmal unterschreiben. Also wir haben da auch wirklich auch seinem Wunsch entsprochen, weil das ist natürlich für ihn eine grandiose Möglichkeit. Also kann man von einer mittleren sechsstelligen Summe ausgehen? Das weiß ich nicht, wovon man ausgehen kann, aber es ist für uns sehr attraktiv. Hat er da auch einen Zweijahresvertrag dann erstmal? Ein Zweijahresvertrag hat er unterschrieben . Eine Frage noch an Halli, du hast dir gerade so ein bisschen Schmunzeln über die Lippen, als dein Name Marcos Alvarez fiel. Wie würdest du das jetzt sagen, im Zusammenspiel Ochi Vrid bisher und jetzt neu Marcos Alvarez, wie schätzt du da die Offensive jetzt ein? Ja, ich hatte natürlich in meinem ersten Jahr, nachdem dann auch halt Joe Trainer wurde, haben wir umgestellt, Doppelspitze. Ich habe dann mit Alva das ganze Jahr mehr oder weniger vorne zusammengespielt. Es ist kein Geheimnis, dass es gut funktioniert hat. Hat geklappt. Ich finde, das ist erstmal für Ochi, für ihn persönlich freut es mich, ein guter Junge, hat er sich verdient. Für uns natürlich ein Verlust, keine Frage, nachdem auch gerade was er letzte Saison gespielt hat. Aber so ist es nun mal in dem Geschäft. Die Jungs kommen und gehen, und wenn es dabei für beide Seiten passt, ist es gut. Aber ich denke, dass wir mit Alva jemanden auch jetzt verpflichtet haben, der so ein bisschen das Besondere auch mitbringt, Unterschiedsspieler sein kann, absoluter Qualitätsspieler ist, und hat er in der Zeit, als er hier war, eindrucksvoll bewiesen. Und ich bin mir sicher, dass er das auch wieder tun wird. Er ist ein bisschen verrückt, er ist so ein Spielertyp, den haben wir nicht so im Kader, so von der Art und Weise. Als Offensivspieler brauchen wir so einen Kreativen. Wie gesagt, das lief damals zwischen uns beiden ganz gut. Bisschen die Laufarbeit für ihn mehr übernommen, und er hat die kreativen Momente gehabt. Wir haben uns gut ergänzt. Nein, ich war auch mit ihm viel im Austausch, gerade auch das letzte halbe Jahr, auch als er in Dresden war. Durch meine Vergangenheit auch in Dresden viel gesprochen, auch zuletzt. Und ich freue mich sehr auf ihn. Ich freue mich, ich glaube, ja, die Fans freuen sich auf ihn, und ich glaube, dass es ersetzen 1:1 kann man keinen, und er wird jetzt keinen, er ist nicht hergekommen, um einen Ochi Vrid zu ersetzen. Das ist nicht Alva. Er ist hergekommen, um seinen Stempel wieder hier aufzudrücken. Und da glaube ich schon, dass da der Verein in dem Punkt richtig gehandelt hat. Das heißt dann auch, Joe, dass Alvarez dann heute um 14 Uhr auch beim Training dabei ist. Und möglicherweise auch Sonntag dann schon im Kader steht, ja? Ja, wir müssen erstmal erwarten, müssen schauen, halt die Verbände, was sie halt machen, halt mit Transfer. Und das Vertrag ist heute Morgen unterschrieben worden, und deswegen müssen wir halt erstmal schauen. Geht von aus, dass er um 14 Uhr da beim Training oder 13.30 Uhr beim Training da ist, zum Treff. Erstmal dazu, also Marcos Alvarez habe ich unheimlich gerne halt mit zusammengearbeitet. Der bringt halt diese etwas Besondere dazu, und da ist ein bisschen Leben und so Unbekümmertheit in der Kabine beziehungsweise auf dem Platz, und ich möchte nicht schlecht über jemanden sagen, aber man merkt jetzt so einen jungen Spieler, dass wenn man halt viele Angebote kommt und sehr gefragt ist, dass es halt manchmal die Leistung hemmt bei so einem. Und das hatten wir beim Ochi teilweise. Haben wir gemerkt in der Vorbereitung, dass er halt sich sehr damit beschäftigt hatte, was normal ist. Und jetzt kriegen wir einen Spieler, der halt unbekümmert ist, hat nichts mehr damit den Niederlagen zu tun gehabt, sagt er selbst, ich habe nichts damit zu tun. Wenn ich da bin, wird es anders sein. Also diese Frechheit und diese Unbekümmertheit, das tut uns im Moment halt sehr, 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 sehr gut. Der hat eine ähnliche Statistik zu Ochi letzte Saison in 2015, 2016, ich glaube 11 Tore oder 10 Tore und 12 vorbereitet. Ochi letzte Saison 11 Tore und 9 vorbereitet, also eine ähnliche Statistik. Und ich glaube, dass halt gerade für Halli ein richtig guter Partner gefunden worden ist. Vielleicht nochmal aktuell jetzt zum Spiel Sonntag. Wie sieht es dann mit Alex Dercho aus? Hat gestern mittrainiert, hat über Nacht so ein bisschen Schmerzen bekommen. Da sagen wir halt von Tag zu Tag wieder. Er hat gestern wirklich gut ausgesehen. Sie waren auch da, oder du warst auch da, und
Hat wirklich seine Spielstärke halt da aufgezeigt in den Spielformen, was sie gemacht haben. Nichtsdestotrotz muss man halt immer halt mit Vorsicht genießen. Wir sagen es halt von Tag zu Tag. Auf jeden Fall fällt Christian Bickel und Kim Falkenberg oder fahren Christian Bickel und Kim Falkenberg aus mit Alexander Derke, haben wir ein bisschen Hoffnung. Gibt es noch Fragen? Scheint nicht der Fall zu sein, dann bedanke ich mich bei euch hier oben für euer Kommen, bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und für Ihr Erscheinen. Dann Entschuldigung nochmal für die Kurzfristigkeit des Themas, aber so waren Sie ganz nah dran. Und dann sehen wir uns hoffentlich alle am kommenden Sonntag beim Heimspiel gegen den Halleschen FC. Danke.